Sherlock scheint Probleme mit den Hinterreifen zu haben. Steht oft quer. Sein Schatten im Rennen hängt ihm schon wieder im Nacken. Der Paul. Der wird besser und besser. Letztes Jahr hat er in jedem Rennen noch eine Runde Rückstand gehabt und heute kann er gut mithalten. Ja, ist super. Stehe ich kaum noch, liegt entweder am Pegel oder an der Connection. Oh, der Paul gibt nicht auf, der greift sicher noch mal an und das kurz vor Schluss. Das könnte das Aus für beide bedeuten. Er muss jetzt genau überlegen, ob er es versucht oder nicht. Keine Punkte sind schlecht. Und Warlock hat definitiv irgendein Problem. Risiko eingehen oder nicht? Eine gute Stelle zum Überholen. Und die nächste ist auf der Gegengeraden. Wenn er hier gut rauskommt, also ist ja wieder die Verzögerung. Das versuchen innen rein und was macht der Wally? Er macht nicht zu und er versucht und oh, Berührung. Ja, Rennunfall passiert. Ja, aber Paul hat Eier in der Hose. Kurz vor Ende des Rennens so eine Aktion versuchen, das ist krass. Da geht ganz schnell sehr viel kaputt am Auto und dann ist alles vorbei. Der gibt noch immer nicht auf. Er fährt immer noch letzte Rille. Der versucht es nochmal. Unglaublich. Jupp. Aber Paul, siehst du im Stream, der gibt nicht auf.
Laien vielleicht nicht zu sehen, aber der fährt gerade absolut letzte Rille und jetzt hat er es verkackt, jetzt hat er es übertrieben. Ja, das hat so viel Zeit gekostet und jetzt sind es glaube ich nur noch 3 Runden, wenn ich richtig gezählt habe. Das ist ein bisschen doof hier, ich kann das nicht sehen, wie viele Runden wirklich gefahren wurden. Müsste ich jetzt hier die ganzen Rundenzeiten durchzählen. Und da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. Jetzt erst! Unglaublich! Das ist ja schon eine Ewigkeit her. So, mal gucken, wo noch was los ist. Malle fährt Linie. Pino fährt Linie. Was ist mit 3ST passiert? Was ist mit 3ST passiert? Das ging jetzt komplett unter. Der war auf Platz 2, ganz sicher. In diesem Fall hat 3ST außerhalb unserer Sicht hier irgendeinen katastrophalen Scheiß gebaut. Aber er fährt noch und Auto schaut eigentlich okay aus. Ich weiß nicht, ob er an der Box war. Moment, könnte man gucken. Ja, 3ST war vor 2 Runden 4 Minuten 16er Rundenzeit. Das heißt, er stand ewig lang an der Box. Paul gibt nicht auf, der holt schon wieder auf Urlaub. Servus. Da guck, der Paul, der gibt nicht auf. Es geht um eine Meisterschaft, nicht um das einzelne Rennen. Wenn der so pusht, wie er jetzt pusht, da ist es ganz schnell einfach vorbei und er hat 0 Punkte. Das ist schon heftig. Und ich weiß es jetzt nicht genau, aber mehr wie 2 Runden sind es glaube ich nicht mehr. Hat aber ein Problem. Ein gewaltiges Problem. Ich glaube, ihm geht der Sprit aus. Ich glaube, der Paul hat keinen Sprit mehr. Der muss sparen. Oh ja, der schaltet extrem früh. Rollt hier durch im vierten Gang. Das ist eine zweite Gangkurve. Alle.
Der scheint so, jo. Also er wird noch ankommen, wenn er es gemerkt hat, frühzeitig. Aber da muss er jetzt ganz extrem sparen. 11 Sekunden langsamer, oh je. Es geht noch eine Runde. Das heißt, er muss noch mal eine Runde durchhalten. Oh je. Ja, jetzt hält er an vor Start und Ziel. Das ist seine letzte Hoffnung. Mit dem letzten Tropfen Sprit mit einer Runde Rückstand übers Ziel rollen. Weil eine Runde schafft er nicht mehr. Da steht er und wartet. Rodan kommt jetzt als Sieger durch. Und Paul hat es auch geschafft im Ziel.